Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schwarz und Weiß in den Katakomben im Haus der Bildung. Mein Gast heute ist Walter Döring. Ich muss mich geschwind ablesen. Stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister AD und geschäftsführender Gesellschafter der Akademie der Weltmarktführer, Gemeinderat und. Kann man, glaube ich, gar nicht alles aufzählen, wie viele Ämter Sie haben. Herzlich willkommen, Herr Döring. Dankeschön. Gerne. Schön, dass Sie hier sind. Gerne. Wie war Ihr Tag, Herr Döring? Heute? Ja. Ich habe schon ein paar Telefonate hinter mir. Mhm. Erfreulicherweise nimmt es jetzt ab mit diesen Zoom-Veranstaltungen, ja, die mich höllenmäßig belastet haben. Es ist viel anstrengender. Ja. Und außerdem fällt mir, ich möchte die Leute gern sehen, mit denen ich im Gespräch bin und nicht über den Bildschirm nur. Mhm. Also es ging heute Morgen, wie eigentlich fast jeden Morgen, so kurz nach 6, klettere ich aus den Federn, lese mehrere Zeitungen, mache dann eine halbe Stunde Sport und dann fängt es an. Dann hat man die ersten Gespräche. Heute ging es schon um das Gipfeltreffen der Weltmarktführer. Spannend, ob es stattfinden kann oder nicht. Das ist natürlich mehr bitter, nicht nur für mich jetzt oder als Mitveranstalter, sondern auch für die Stadt, weil es ist eine tolle Veranstaltung für die Stadt. Das wäre meine Frage gewesen, wie planen Sie? Planen Sie ganz normal jetzt, als ob es in reell stattfindet? Haben Sie eine Alternativoption? Also wir sind natürlich optimistisch und planen mal so, dass wir davon ausgehen, dass es stattfinden kann. Aber natürlich müssen wir gucken, schon bezüglich der Bestuhlung in der Bausparkasse, ist immer höllemäßig eng. So wird es nicht gehen. Das Globetheater war pickepacke voll, wird so auch nicht gehen, aller Voraussicht nach. Also müssen schauen, ob wir das Karl-Kurz-Areal irgendwie mit einbeziehen. Es würde sehr schmerzen, wenn wir es auswandern lassen müssten. Aber Optimismus zuerst und deswegen gehen wir mal davon aus und kriegen es hin. Man weiß ja auch nicht, wie die Geschichte weitergeht. Ob in 4 Wochen. Wir kriegen von Tübingen einen Impfstoff und sind alle durch, fertig. Genau. Wie hat sich Corona sonst auf Ihren Alltag ausgewirkt? Also wie gesagt, zum einen war jeden Morgen, ich bin im Senat der Wirtschaft an verantwortlicher Stelle, jeden Morgen um 9 Uhr eine Videokonferenz, die mich genervt hat bis zum geht nicht mehr, weil da teilweise auch einfach überflüssiges Zeug dann erzählt wird. Und dann ein großer Verlust, ich hätte ja im Mai in China einen Kongress gehabt, der Weltmarktführer. Das war alles geplant, ich hatte die Referenten, ich hatte Teilnehmer aus Deutschland, 60 Teilnehmer aus Deutschland, 15 Referentinnen und Referenten. Wäre ein Kongress gewesen in Changchun in China mit Deutschen, Japanern, Südkoreanern, Lettland, Litauen etc. etc. Also ein richtig großer internationaler. Aus die Maus verschoben. Auf September in diesem Jahr, habe ich den Chinesen, das ist schon arg optimistisch, habe das letzte Woche in Frankfurt mit den Chinesen besprochen und von der Heimfahrt höre ich im Radio Corona-Ausbruch in Peking, also kann ich September auch vergessen. Vermutlich, ja. Oder Sie können es auf Peking begrenzen durch den Lockdown. Ja, aber du kriegst ja heute niemanden. Wenn ich jetzt jemanden frage und sage, gehst mit nach China zu einer Konferenz, dann sagt vielleicht der Referent, wäre für mich interessant und seine Familie sagt, bist du eigentlich noch ganz bei Trost. Also von daher gehe ich davon aus, das wird dieses Jahr nichts werden. Ja, schade. Lesen Sie, haben Sie Bücher, die Sie jetzt in der Corona-Zeit gelesen haben? Oder ist Ihre Literatur hauptsächlich Zeitungen, Zeitschriften? Also die Zeitungslektüre ist nach wie vor für mich 4 jeden Tag. Ne? Natürlich das geliebte Haller Tagblatt, die Welt, die Stuttgarter Nachrichten und das Handelsblatt. Mhm. Dann kommen der Fokus und die Wirtschaftswoche dazu, die Zeit, Welt am Sonntag. Und Bücher lese ich enorm viel, weil ich schreibe Geschichtsbücher. Ah. Und momentan bin ich am Kapitel Anne Frank. Spannend bis dort hinaus, erschütternd bis dort hinaus, nicht mal in Amsterdam. Man hat mir da vor ein paar Jahren das Buch Anne Frank, Tagebuch der Anne Frank gekauft. Und da bin ich gerade dran und das haut einen einfach vom Stuhl. Nicht? Das ist so unglaublich wie eine 13-Jährige, man muss sich das mal vergegenwärtigen, eine 13-Jährige in 2 Jahren Tagebuch führt, bis sie dann ermordet wurde. Oh, das ist ja unglaublich. Also das ist der eine Teil, das ist der historische Teil. Und ein anderer Teil, der mich fasziniert, ich lese gerade sehr viel über die Weltmarktführer hier in der Region. Und da fällt mir auf, die haben interessante Homepages, aber, nehmt mir das nicht übel, verehrte Weltmarktführer, geschichtslos. Wirklich teilweise geschichtslos. Also jetzt sage ich es mal ganz grob, es interessiert den normalen Leser einen Dreck. Ob die Maschine jetzt 27.000 oder 28.000 Fläschchen abfüllt in der Minute oder in der Stunde. Und es fehlt bei fast allen, fehlt, wie kam es eigentlich dazu? Wer war der Gründer? In welcher Zeit ist gegründet worden? Wie sind die Übergänge zur nächsten Generation? Wie kam die Internation? Und von daher, spannend für mich, neue Herausforderung. Ich schreibe also über die Weltmarktführer und ich
verrate Ihnen, wenn das Buch rauskommt, werden Sie zu den Weltmarktführern, die Sie hier namentlich, die Optima, die Klaas, die Groningers, die Sie alle kennen vom Namen, Sie werden Dinge erfahren, die Sie noch nie gelesen haben. Freuen wir uns drauf. Natürlich, weil es sind wichtige Player hier in der Region, die auch die Region gestalten ein Stück weit. Und mich interessiert auch die Geschichte. Was hat der Großvater, wie hat es angefangen? Oder der Vater, der wirklich nach dem Krieg dann was auf den Boden gestampft hat und entwickelt hat. Ja. Jeder kennt natürlich die Reinhold-Wirth-Ursprünge vom Zwei-Mann-Betrieb zum sensationellen Weltmarktführer, aber es kennen ganz wenige, wie kam es zum Beispiel bei Klaas dazu, dass Klaas aus der Insolvenz zum Weltmarktführer im Saunabau wurde. Wer waren da die Macher? Wie kam es dazu, dass das in die Richtung gegangen ist? Welche Firmen waren da am Anfang dabei oder auch bei Optima? Wie kam das, dass der Großvater vom jetzigen Inhaber Hans Bühler, der Otto Bühler, wie der das Unternehmen gegründet hat, nach Hall kam, der Max Bühler dann übernommen hat. Das sind alles so Dinge, die ich unheimlich spannend finde und die auch das Spektrum dieser Weltmarktführer unglaublich erweitern. Eben über das hinausgehen, wie sensationell die Entwicklungen der Maschinen sind, das ist für Ingenieure wichtig und für Kunden, gar keine Frage. Aber wie gesagt, Historiker, der ich bin, ich bringe bei allen etwas mehr diesen historischen Teil hinein. Wie kam es? Warum? Wie waren die Umstände? Kaum einer weiß, wenn man mal fertig aus weiß, gehört ja auch zum Landkreis, fünfte Generation. 1,1% der Betriebe in Deutschland sind in der fünften Generation. Ja, warum sind es ausgerechnet die in der fünften Generation? Also, spannende Geschichten. Das war der Werbeblock für das Buch. Nehmen wir gerne auf. Wir können die noch nicht reinschreiben, wann es veröffentlicht wird, aber wir sind sehr gespannt, wenn dann sich auch im Malertagblatt kommt. Soziale Kontakte, wie haben Sie die gepflegt in der Corona-Zeit? Zu Ihren Bekannten, zu Ihrer Familie? Wir waren ja, meine Frau und ich waren 14 Tage in Quarantäne, ohne Test. Okay. Das ist schon mal gleich frustrierend, ich bin überhaupt nicht getestet worden. Meine Frau war erkältet und da kam die Nachricht dann, oh, dann gleich mal Quarantäne, also es war in der Hochzeit, Ende März. 10 Minuten später ruft mich das Gesundheitsamt an, ich karikiere sie gleich ein bisschen, aber es war wirklich so, haben Sie heute schon gehustet, Herr Döring? Er sagt, ich huste jeden Morgen Quarantäne für 2 Tage aus. Jetzt haben wir glücklicherweise einen Garten und konnten, war auch schönes Wetter da in die Zeit, konnte da auch raus, aber 14 Tage... Da musst du dich schon arg lieben, wenn das durchhält. Es hat wunderbar geklappt und dann haben wir wunderbare Freunde. Also die Freundschaften sind einfach toll und die pflegt man dann eben so weit möglich telefonisch oder auch mal über Skype. Und ansonsten auf Distanz, aber man achtet schon drauf, dass man die Freundschaften pflegen kann. Und natürlich fehlt es beim Tennis zum Beispiel, man konnte wochenlang kein Tennis spielen. Jetzt darf man langsam wieder doppelt spielen, man darf nicht in die Halle, man darf sich nicht abklatschen, man darf sich nicht Hurra um den Arm fallen und um den Hals fallen und sich freuen, dass man quasi, ein bisschen doof, aber ich gehe mal davon aus, ich habe keine Freunde verloren in der Zeit. Ja, ein freier Tag, wie sieht der bei Ihnen aus? Gibt es das? Was ein freier Tag, gibt es das überhaupt? Also ich habe das Riesenglück, dass ich zu 95% das, was ich mache, ausgesprochen gern mache. Und deswegen ist also gerade dieses Bücherschreiben, ich schreibe außer dem Weltmarktführerbuch ein Buch 2000 Jahre deutsche Geschichte. Und das diszipliniert unglaublich, selbst bei 35 Grad und Bombewetter oder sowas. Ich muss heute mindestens mal 5 Seiten an dem Buch schreiben und dann hocke ich halt in mein Kämmerle und schreibe dieses, weil es mich aber begeistert und mich in meiner Neugierde auch befriedigt, mache ich das unheimlich gerne. Und deswegen, also einen Tag, in dem ich gar nichts mache, gibt es nicht, weil es würde ich, glaube ich, numschnappen, wenn ich den ganzen Tag lang rumgucke würde, was passiert da. Ja, schön. Luxus, was ist das für Sie? Die größte Freude, der größte Reichtum ist, glaube ich, glückliche Ehe. Ist unglaublich wertvoll, das spüre ich, je älter ich werde, was das wird, werde ich gesund natürlich, ist klar, ist ein enormer Reichtum, Luxus und fantastische Freunde. Und ansonsten war ich mir eigentlich klar, ich wohne in einem schönen Haus, keine Frage, aber also ich fahre jetzt nicht die Autos, die ich eventuell fahren könnte, wenn mir das nichts bedeutet. Ja, schön. Die Welt nach Corona, wie sieht die für Sie aus? Ich mache mir ganz große Sorgen um
die Kinder und Jugendlichen. Also jetzt mit 66 Jahren, das langt voll ins Numm, sage ich nicht. Also das wird schon in irgendeiner Weise werden. Aber was man mit den Kindern anstellt, ist unglaublich. Und denen klaut man gerade, glaube ich, wirklich Perspektiven. Und ich befürchte, dass einige von den Kindern durch die Corona-Zeit lebenslang geschädigt sind, dass sie die Lücke nicht mehr aufholen können, dass sie psychisch geschädigt sind, dass sie Dinge erlebt haben, was man niemandem wünscht. Ich stelle mir mal vor, ich bin 10, 11, 12 Jahre alt, da willst du Freunde treffen, da willst du rumtoben, da willst du was machen und dann siehst du, man darf wieder ins Fitnessstudio, Fußball wird in der Bundesliga gekickt, die Eltern gehen endlich wieder an Wein mit Freunden trinken und nicht arme Sau, muss zu Hause hocken und darf immer noch nicht in die Schule. Ein Wahnsinn, wie er im Buche steht. Und das sorgt mich sehr, neben den vielen Pleiten, die wir haben werden. Wir haben es jetzt im Gemeinderat gestern auch aktuell gehabt. Ich befürchte, dass sich in der Stadt manche Geschäfte nicht werden halten können, manche Kneipen nicht werden halten können. Es wird enorme Veränderungen geben. Und da hilft auch dieses unglaubliche Geld, das gerade ja in Füllhornartig über die Leute ausgeschüttet wird, nichts. Was habe ich denn davon, wenn ich ein paar Euro bekomme und bin von heute auf morgen arbeitslos und verliere meinen Job? Und da kommt man an den Punkt, Arbeit ist ja viel mehr als Gelderwerb. Arbeit ist sinnstiftend, ist Werterhaltung, Selbstbewusstsein etc. hängt damit zusammen. Ich befürchte, dass wir eine deutliche Veränderung bekommen, die gravierende Auswirkungen haben wird. Und umso wichtiger ist mir, dass wir wieder mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt bekommen und dass wir wirklich danach schauen, nicht. Es gab mal einen Bundespräsidenten, der nicht meiner Partei angehört hat. Versöhnen statt spalten, zusammenführen statt spalten. Der Rau hat damals durchaus recht gehabt. Und das wird eine Aufgabe für uns alle sein. Denke ich auch, ja. Gut, dafür haben wir das Haus hier, Haus der Bildung und andere Plätze, um das zu unterstützen und zu initiieren auch. Wir sind schon am Ende, Herr Döring. Zum Schluss die fünf Fragen. Fängt immer an mit Corona ist? Hoffentlich bald wirklich überstanden. Erfolg ist? Im Grunde ist Erfolg das, was man für sich vornimmt, um glücklich zu sein. Okay, wow. Politik ist? Faszinierend und nervend und begeisternd und niederschmetternd. Klasse. Ehrenamt ist? Zwingend notwendig. Ich wünsche mir viel mehr Ehrenamtliche, obwohl wir schon viele haben. Ich habe mein ganzes Leben durch irgendwelche Ehrenämter inne gehabt, die allermeisten mit großer Freude. Und wir brauchen die auch unbedingt. Das ist für mich eine Lebenseinstellung und das ist ein Kennzeichen der liberalen Bürgergesellschaft. Das hat nichts mit Partei zu tun, sondern jeder bringt sich nach seinem ihren Vermögen ein, hat nichts mit Geld zu tun, sondern was vermag ich für die Gesellschaft zu tun? Und das ist das Ehrenamt. Bäume pflanzen ist? Zwingend notwendig, nicht unbedingt bei uns im Kreis. Wir haben eine Menge Bäume, aber in der ganzen Welt, um diesen Bolsonaros was entgegenzustellen, sollte man eigentlich eine Initiative starten. Jede Stadt in Deutschland pflanzt so viele Bäume, wie sie Einwohner hat, an Stellen, wo es Sinn macht. Dankeschön. Ich danke. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Das war Schwarz und Weiß mit Herrn Döring. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal, dann verpassen Sie keine weitere Folge. Bis dann. Tschüss. Machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund.